Hallöchen meine Lieben und willkommen zu einem neuen Trend Raider Unboxing und ich hoffe jetzt mal, dass das Ringlicht nicht zu sehr in meiner Brille stört, aber es wird ja jetzt endlich mal Herbst, das heißt es wird endlich mal auch ein bisschen dunkler und kälter und deswegen brauche ich mittlerweile ein Lichtlein hier. Und ja, wir machen jetzt mal die Box gemeinsam auf und da das beim letzten Mal so gut geklappt hat mit dieser doppelten Kameraeinstellung, werde ich das heute auch nochmal probieren und hoffen, dass es wieder genauso gut klappt. Und ihr habt euch ja früher immer gewünscht, dass ihr so ein bisschen auch in die Box reingucken könnt währenddessen und ja, das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. So, wir fangen mal an. Und wir haben wieder unseren Umschlag. Meine Box wurde diesmal gepackt von der lieben Lea. Und das übrigens, diesen Umschlag hier, den liebe ich fürs Scrapbooking. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich mache ja so viel Kreatives und aktuell auch Scrapbooking oder so Collagen und die ganzen Journals, die ich mache. Und da ist so ein Papier auch richtig super zum Wiederverwerten. Also als Scrapbooker fängt man an, tatsächlich nichts mehr wegzuschmeißen. Aber so findet alles wieder seinen Weg in etwas Neues, Thema Upcycling und sowas. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was das Motto diesen Monat ist. Und zwar die Trendbox Sunday Morning ist das aktuelle Motto. Und entschuldigt, wenn ich einen grünen Finger noch so ein bisschen habe, das ist auch vom Basteln. Sunday Morning sieht auf jeden Fall sehr gemütlich und kuschelig aus. Wir haben hier wieder unsere Produktkarte, da gucken wir gleich zusammen rein. Oh, es gibt auch ein vegane Crepe-Rezept. Und wieder eine Upcycling-Idee. Da habt ihr jeden Monat eine andere Upcycling-Idee. Und zwar ist das diesmal eine Schmuckbox, die man hier raus machen kann. So, ich upcycle die ja quasi auch immer. Ich verwende die wieder, die Packungen, indem ich nämlich euch dann Sachen zum Beispiel verlose und dann zuschicke. Genau. So, die Sachen gucken wir auch dann gleich noch durch. Und wir widmen uns jetzt erstmal der Überraschung, nämlich der Box. So, einmal aufmachen. Neues Knisterpapier für Yoda. Jo, was haben wir denn hier? Ich weiß immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich fange einfach mal hier. Random reingegriffen. So sieht es aus. Und zwar, ich muss mal kurz lesen. Studentenfutter, 100 Gramm. Und zwar von Thali mit Cashewkern, Haselnusskern, Mandeln, Paranusskernen, Walnusskernen. Kerne, was ist denn heute los mit mir? Und Weinbeeren. So, und zwar 100 Gramm und meine Produktkarte. Hier, da ist sie. Da sieht man es noch, genau. Dann, wo sind die? Wo sind die? Ah, hier ist die vegane Alternative. Wer die nicht vegane Trendrader-Box hat, der hat Protein-Balls drin. Ne? Und die vegane Alternative ist das leckere Power-Studentenfutter von Thali. Diese ausgewählte Mischung ist perfekt für dein morgendliches Müsli oder als Snack zwischendurch. Und die ganze Packung kostet 1,95 Euro. Und was ich hier sehr, sehr schön finde, das sieht man eigentlich immer mehr in der Trendrader-Box. Ich weiß nicht, wie sich es bei anderen Boxen verhält, dass immer mehr eben auch in Papier verpackt ist oder nur das Nötigste in Plastik. Und oft ist es auch recyceltes Plastik. Also da freue ich mich, dass die Hersteller da immer achtsamer werden, was das Thema angeht. Ich habe das optimale Setting noch nicht erreicht. Oh, wir haben hier Tee. Das ist sehr, sehr gut, weil meine Teevorräte gehen zur Neige. Und zwar haben wir den Morgentee. Fruchtig frischer Kräutertee, mega gut. Kräutertee ist einer meiner Liebsten. Der ideale Muntermacher. Ist auf jeden Fall eine schöne Verpackung. Leider mit Plastik wieder außenrum. Ist die Frage, ob das sein muss, aber gut. Entspannt in den Sonntag startest du mit dem Tee von Salus, Morgentee oder Glückseligkeit. Nur sorgfältig ausgewählte Kräuter kommen in die leckeren Teemischungen und schenken dir Entspannungsmomente und ein geschmacksintensives Erlebnis. Preis ab 3,25 Euro und wir gucken jetzt mal da rein. Aber wahrscheinlich werden das auch wieder einzeln abgepackte Teebeutel sein. Also ich bin ja kein Zero-Waste-Mensch, also ich verbrauche auf jeden Fall Müll, allein durch diese Boxen. Aber es gibt halt schon, also ich bin ja auch nicht so ein ganz oder gar nicht Mensch, aber es gibt schon so Sachen, wo ich finde, kann man sich das einfach sparen. Also so zum Beispiel, wahrscheinlich ist es dafür da, dass sich der Teegeschmack oder so länger hält, wenn man eine Plastik draus rum macht. Aber auch, dass man eben, oh, riecht aber sehr gut, dass man hier
den Tee immer so einzeln abpackt. Vielleicht weiß von euch jemand, was das wirklich für einen effektiven Grund hat. Vielleicht wirklich, dass der Tee länger frisch bleibt oder so. Aber ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich mal Packungen sehe, wo das eben nicht der Fall ist, sondern wo die Beutel wirklich einfach ein Beutel sind. Oder am besten noch losen Tee natürlich. Also da kann man natürlich auch noch sagen, braucht es dann irgendwie einen Beutel. Aber das würde mich mal interessieren. Aber der riecht lecker. Aber irgendwas, was riecht der? Was ist da drin? Und zwar Apfelfrüchte, Preiselbeeren, Hagebuttenschalen, Apfelminzblätter, Fenchelfrüchte süß, Holunderblüten, Gundelrebenkraut, Rosmarinblätter, Walnussblätter und Salbeiblätter. Salbei, genau. Salbei ist das, was ich... Der riecht super spannend. Den werde ich mir direkt mal hier nach aufgießen. Ich bin gespannt. So, aber Tee ist eigentlich immer super. Bis auf Räubusch. Räubusch-Tee kann man mich mit jagen, aber ansonsten ist Tee super. So, dann greife ich mal hier hin. Flüssig. Gurgelwasser. Zur Pflege von Hals, Mund und Zähnen. Von Sonnenmoor. Und zwar, ich könnte das mal... Und zwar, wo habe ich das denn? Optimal für die Pflege deiner Gesundheit am Morgen. Gurgelwasser von Sonnenmoor. Die spezielle Kräutermischung von Frank Fink, liebevoll zusammengebraut, pflegt und reinigt deine Mundhöhle. So verhinderst du die Bildung von Krankheitserregern und beugst du Infektionen im Hals- und Rachenbereich vor. Jetzt kannst du fit in die neue Woche starten. Für 9,38 Euro. Okay. Ich habe ewig kein Mundwasser benutzt. Aber wenn ich es da habe, warum soll ich es dann nicht benutzen? Und zwar täglich 3 bis 5 Mal je 15 Liter Gurgelwasser gurgeln oder den Mund spülen. Bis 30 Minuten nach Anwendung nichts essen und trinken. Das ist ja eine Menge. Da halten diese 100 Milliliter aber nicht viel, wenn man täglich mindestens 45 Milliliter verbraucht. Aber ich werde es mal ausprobieren, wenn ich das morgens nehme, ob ich da einen Unterschied merke für meinen Hals, weil ich bin ja relativ anfällig schon seit Kindheit an für alles mögliche an Erregern und wer weiß. Vielleicht hat es Wirkung. Ich werde es ausprobieren. Ich bin ja immer offen für Neues. So, dann nehmen wir noch gleich mal die nächste Flasche. Effektive Mikroorganismen. Das ist cool. Effektive Mikroorganismen benutze ich ja für meine Pflanzen draußen, wenn die Blattlausbefall hatten. Dieses Jahr war es, glaube ich, zu heiß für Blattläuse. Irgendwie blieben die fern. Aber da habe ich schon sehr gute Wirkungen mit erzielt und es soll auch für einen selbst, für den Darm ja mega gut sein. Deswegen auch den Kombucha, den ich lange getrunken habe. Irgendwann hatte ich leider einfach kein Händchen mehr für den Pilz. Also irgendwann habe ich es nicht mehr hinbekommen, dass da ein leckerer Kombucha draus wird. Ich weiß nicht warum. Und dann ist mein Pilz gestorben und dann, ja, irgendwie, ich bräuchte eigentlich mal einen neuen Kombucha-Pilz, weil ich merke, das hat mir sehr gut getan. Komm, wir gucken jetzt mal auf unser Blatt. Ich zeig euch das mal. Da sieht man das. Und zwar Pflanzenmittel. Der Sonntag ist perfekt, um sich den geliebten Zimmerpflanzen zu widmen. Ah, es ist gar nicht für mich, es ist auch für meine Pflanzen. Ob Monstera, Palme oder Orchidee, die effektiven Mikroorganismen von Multikraft versorgen den Pflanzen mit wertvollen Nährstoffen. Also, dann bleiben wir dabei für die Pflanzen. Aber ja, für die Pflanzen habe ich da richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich habe hier gerade eine Orchidee stehen, die irgendwie... Ich habe kein Händchen für Orchideen. Und man soll sie ja eigentlich nicht gießen, sondern nur einmal im Monat in ein bisschen Wasser stellen, kurz, und dann den Topf wieder rausnehmen. Das mache ich eigentlich, aber sie vertrocknet so ein bisschen und... Ich werde das ausprobieren und auf Instagram berichten, ob es meiner Orchidee dadurch wieder besser geht. Vielleicht mache ich aber auch irgendwas anderes grundlegend falsch. Ich hatte erst einmal eine Orchidee und die ist gestorben, als wir im Urlaub waren und dann ja, jemand es gut meinte und sie gegossen hat und dann hat sie nicht lange überlebt. Ja. Achso, und die kosten übrigens 2 Euro. Finde ich absolut fair, weil meiner Erfahrung nach braucht man da wirklich nicht viel. Hier, regelmäßig gießen 10 Milliliter in eine 10 Liter Flasche, in der Sprühflasche 20 Milliliter in die 1 Liter Flasche. Also, und das ist 100 Milliliter drin, also ja. Ich habe auch jetzt einen Dünger ja mit effektiven Mikroorganismen und so und das funktioniert echt sehr, sehr gut. Hatte mich auch mal ein Abonnent draufgebracht und seitdem war ich wirklich happy, darauf gestoßen zu sein. Ich will unbedingt das hier angucken, aber ich lasse es erstmal, weil ich da so heiß drauf bin. So, wir haben hier Kokosnussmilch mit Kakao. Ihr werdet es erahnen, dass das in eine Verlosungsbox kommt, in eine Verlosungskiste. Seht ihr das? Es ist scharf gestellt. Auch meine Kamera mag kein Kokos.
Ich bin wirklich einer der wenigen Menschen, glaube ich, auf der Welt, die keinen Kokos mögen. Und ich, ja, ihr wisst es mittlerweile, ich weiß. Kakao-Kokosmilch. In deiner Oktoberbox entdeckst du einen schmackhaften Frühstücksbegleiter. Die Mischung aus Kakaomilch und Kokos bilden eine perfekte Geschmacksharmonie. Super geeignet für Veganer oder laktoseintolerante Genießer. Alle Inhalte sind aus bestem Bioanbau und dürfen deswegen mit gutem Gewissen genossen werden für 1,79 Euro. Ich wünschte, es wäre Mandelmilch-Kakao. Aber wie gesagt, die meisten Menschen mögen ja Kakao, aber somit habt ihr auch wieder was für eure Verlosungskiste, die auch schon wieder mega, mega, mega prall gefüllt ist. Dann, was haben wir noch? Wie gesagt, ich gehe jetzt mal die Ecke hier, die interessiert mich am meisten, deswegen lasse ich, ich heb mir, das beim Essen mache ich das aber auch so. Manche essen ja irgendwie den Nachtisch zuerst, weil sie denken, hey, wer weiß, ob ich den Rest noch überlebe. Und bei mir ist es so, ich spare mir immer die tollsten Sachen zum Schluss auf, damit ich das so als letzten schönen Geschmack im Mund habe. Ja. Also, das hier fühlt sich wahnsinnig gut an. Sieht man diese Textur von dieser Verpackung? Die fühlt sich an ein bisschen wie eine Baumrinde. Nur aus Plastik oder so, ich weiß nicht. Conditioner. Dein neues Haarpflegeprodukt beeindruckt nicht nur durch das besondere Design, sondern hinter dieser schönen Verpackung steckt auch eine eindrucksvolle Geschichte, denn sowohl die Verpackung als auch der Inhalt enthalten Holzextrakte. Diese sorgen für wunderschön gepflegtes Haar und schonen zusätzlich die Umwelt. Von Überwood für 16,95 Euro. Ein stolzer Preis für einen Conditioner. Aber das ist ja auch so ein bisschen diese Mentalität, dass irgendwie jeder Fairtrade und Bio und nachhaltig und so weiter will, aber irgendwie keiner ist bereit dafür, was auszugeben. Und es ist halt so, dadurch, dass es ja, also bei veganen Sachen, die werden ja mittlerweile immer mehr produziert, deswegen kann man sie mittlerweile auch günstiger anbieten, aber alles, was natürlich erstmal in einer kleinen Auflage produziert wird oder in einem aufwendigeren Produktionsverfahren, zum Beispiel auch so an Verpackungen, ist natürlich einfach teurer in der ganzen Herstellung, im Prozess, in langwieriger und so weiter. Von daher, ja, oder auch wenn Sachen dann per Hand hergestellt werden, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn da eine Maschine drüber juckelt. Repariertes Haar verleiht ihm neuen Glanz und macht es leicht erkennbar. Die Kraft der Kiefer stärkt die hauteigene Schutzbarriere mit natürlichen Inhaltsstoffen made in Germany. Ich finde das total süß mit dem Bäumchen. Das ist so niedlich. Die Kiefer hat über Generationen Kräfte entwickelt, die ihren Kern besonders widerstandsfähig machen. Wir nutzen den Kiefernkernholzextrakt zur Pflege und Stärkung der Kopfhaut. Gleichmäßig nassen Haar verteilen, kurz einwirken lassen, gründlich ausspülen. So, und ich guck mal gerade, ich sehe jetzt auf den ersten Blick auch nicht diese ganzen komischen SLS und sowas. Ja. Holz in der Verpackung spart bis zu 40% Erdöl. Oh, das ist so niedlich. Guck mal. Der Baum umarmt die Weltkugel. Also ich bin ja da manchmal auch so ein Verpackungsopfer, wenn es so süße Sachen gibt, ne? Aber auch wie niedlich ist das denn? Oh Mann. Voll toll. Ich glaube, das muss ich irgendwie ins Thumbnail einbauen. Das ist ja so niedlich. Oh, ich stehe auf süß gezeichnete Sachen. Mega cool. Und ich würde mich freuen, vielleicht. Also ich probiere Conditioner immer gern aus. Und die nichts für mich sind, die gebe ich dann an Freunde und Bekannte weiter. So, dann haben wir von der Wert. Den Dinkel Porridge Cup Waldbeere. Da kann man eben Milch oder eben auch pflanzliche Milch dazugeben. Hatte ich ja auch jetzt in der letzten Verlosungsbox drin. Ich glaube, das packe ich jetzt auch nochmal in die Verlosungsbox, weil ich finde es immer super für Leute, die entweder im Büro sitzen und da sowas machen wollen oder einfach für Leute, die irgendwie nicht viel Zeit haben oder so. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, deswegen sollte man auf eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit am Morgen achten. Dazu eignet sich optimal der neue Porridge Cup von der Wert. Dieser schenkt dir mit gesunden Dinkelflocken und gefriergetrockneten Waldbeeren Energie für den Tag und schmeckt dadurch herrlich, fruchtig, süß. Und da ich sowas sehr selten frühstücke und es bei mir wahrscheinlich ewig im Schrank liegen würde, werde ich das mit in die Box tun, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele da draußen sich darüber freuen werden. Dann haben wir eine Schokolade. Eine Dattelschokolade mit Datteln gesüßt. Makri. Natürlich genießen. Ach übrigens, das Porridge kostet 1,50 Euro. Irgendwas vergesse ich immer, ne? So, die Dattelschokolade. Mit der Dattelschokolade von Makri kannst du dir jetzt richtig gemütlich auf der Couch machen. Die Sorte Natur schafft durch die Mischung aus Datteln und Kakao eine mildfruchtige Geschmacksrichtung, die natürlich lecker schmeckt. Die Schokolade kommt ganz ohne Zuckerzusatz aus und besteht aus nur 3 Zutaten.
Und zwar aus gemahlenen Datteln, aus Kakaomasse und aus Kakaobutter. Enthält mindestens 49% Kakao aus ökologischem Anbau. Alle drei Zutaten. Das ist sehr spannend. Ich werde sie aber auch wahrscheinlich in die Verlosungsbox machen, einfach weil ich mittlerweile mir abgewöhnt habe, Schokolade zu essen. Also ich esse, na gut, ich esse sie manchmal noch, aber sehr selten. Und okay, ich dürfte diese hier eigentlich essen, weil sie nicht richtig gezuckert ist. Also ich darf eh alles essen. Aber ihr kennt das, wenn man dann wieder anfängt und dann ist man schnell wieder eine andere gekauft und ja, ich bin da nicht so der Mensch, der da ein gutes Durchhaltevermögen hat dann. Jo, dann haben wir hier noch einen Riegel. Achso, was kostet denn die Schokolade? 3,65 Euro. So, von Lups haben wir einen Aprikose- und Mandelriegel, der da so aussieht. Als Snack zwischendurch oder auch als Vitaminboost am Morgen, der Fruchtriegel von Lups eignet sich für jeden Anlass. Aus biologischem Anbau und schon verarbeitet bleiben alle Inhaltsstoffe der Frucht erhalten. Sonnensüße Aprikosen, verfeinert mit Mandeln, Datteln und Haferflocken, schenken dir ein geschmacksintensives Erlebnis. Also Aprikosen und Datteln mag ich ja sehr, sehr gerne. Das ist so auch mittlerweile meine Süßigkeit, die ich so futtere. Nämlich neben Nüssen, Datteln und getrocknete Aprikosen und getrocknete Mango. Genau. Und da finde ich halt eigentlich so Riegel immer sehr, sehr praktisch. Vor allem so zum dabei haben. Ich bin so jemand, ich muss halt zwischendurch immer mal wieder so was essen, sonst werde ich krummelig. Dann, es geht noch weiter. Mann, es ist mega viel in der Box. So, wir haben noch was ganz Kleines und wir haben von I&M wieder etwas, nämlich eine Augencreme. Da. Nach einer langen, anstrengenden Arbeitswoche kannst du deinen müden Augen mit der stylischen Augencreme von I&M, ich weiß nicht, ob eine Augencreme jetzt unbedingt stylisch sein muss, aber gut. Und ich weiß nicht, was daran stylisch ist, aber egal. Von I&M Feuchtigkeit und Frische verleihen. So beugst du der vorzeitigen Alterung der Haut vor und sorgst für eine lebendige Ausstrahlung. I&M Naturkosmetik aus Berlin für 19,90 Euro. Gute Augencremes sind meistens ein bisschen hochpreisiger, aber halten ewig, weil es ist kein großes Areal, was man da, ne, und so. Deswegen, also ich mag, solche Sachen mag ich eigentlich immer. Die habe ich auch immer in meinem Vorratsschrank. Für den Fall, dass mal was leer wird und ja. Die I&M Gesichtscremes sind jetzt nicht sowas für mich, aber ich habe ja auch ein Deo von denen mal gehabt, das fand ich cool. Und die Augencreme werde ich auf jeden Fall auch mal testen. Ich werde die auch gleich mal mit mir anschauen, wie viel rauskommt, weil wir hatten ja schon mal so einen Fall, dass so viel aus dem Pumper kam. Und da habe ich dann von anderen gehört, dass bei denen auch so war. Also ich hatte nicht irgendwie so einen Verpackungsmäkel oder so. Und ist halt wichtig, dass dann auch nicht zu viel rauskommt, weil ansonsten ist es halt viel schneller leer als nötig, weil man braucht ja für die Augen wirklich nicht viel. So vorsichtig anpumpen. Ah, da. So, das ist doch eine super Menge. Ich zeige euch das mal hier in der Kamera. Weil hier filme ich mit dem Handy. Die ist schön leicht, die ist schön cremig. Sie fühlt sich sehr feuchtigkeitsspendend an. So, jetzt gucken wir mal, wie sie einzieht. Oh ja, das fühlt sich schön an. Die gefällt mir. Die gefällt mir gut. Da freue ich mich. Juhu. Und ich weiß, es gibt auch viele da draußen, die viel weniger Kosmetikprodukte benutzen als ich. Und ich hoffe, dass ihr auch irgendwann euren Frieden damit findet, dass ich einfach ein paar Sachen mehr benutze als vielleicht andere. Und aber auch trotzdem immer noch weniger als andere. Und jeder ist halt so, wie er ist. Genau. So, dann, was haben wir hier für dieses kleine Ding? Green Tea Body Lotion Light. Oh, eine Reisegröße, wie niedlich. Als Reisegröße erhältst du eine pflegende Bodylotion, die durch die Mischung von Olivenöl und Traubenkernöl perfekt für empfindliche Haut ist. Der grüne Tee verleiht dem Produkt nicht nur einen angenehmen Duft, sondern stammt zudem aus fairem Handel in Indien. Denn Fair Squared versichert dir bei allen Produkten faire Arbeitsbedingungen und einen guten Umgang mit ihren Partnern. 2,50 Euro kostet die Reisegröße. Da kann man natürlich auch wieder ein bisschen meckern, Reisegröße mit Verpackung, dass das schwierig ist, weil man doch... Hallo Fokus. Weil man doch sehr viel Plastik für sehr wenig Produkt braucht.
Aber da sie schon mal da ist, freue ich mich darüber, weil für meinen nächsten Urlaub wird es ganz cool sein. Es geht ja nach Norwegen Ende November. Und ich bin immer ganz froh, wenn ich halt so ein paar Reisegrößen habe. Aber ansonsten, was man natürlich empfehlen kann, wenn man sich irgendwie so Flaschen, kleine Flaschen holt, die wiederbefüllbar sind, wo man sich dann einfach die Menge an Bodylotion eben reindrückt, die man braucht, oder an Shampoo oder was auch immer, und das dann nach dem Urlaub quasi, wenn es leer ist, ausspült, beim nächsten Mal einfach wieder benutzt, ist natürlich deutlich besser und ressourcenschonender als so, ja, Mini-Reisegrößen zu kaufen, wo man die Verpackung danach wegschmeißt. Aber wenn es schon da ist, dann brauche ich es auch auf. Aber wäre jetzt zum Beispiel nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. So, wir kommen der Sache näher. Wir gehen erstmal zur Zeitschrift. Einfach hausgemacht, mein Magazin für Haus und Küche, und es ist eine mega dicke Zeitschrift. Köstliche Herbstrezepte mit Äpfeln und Co. Bunter Kartoffelmix, Laugengebäck selbst machen. Und direkt was mit Kürbis vorne drauf oder mit Süßkartoffeln. Die Fernwegküche, Thailandurlaub. Oh, Frittata mit Erbsen und Pancetta. Oh, das sieht lecker aus. Und selbst eingemachter Rosenkohl. Oh, da kann ich meinen Freund mit jagen. Aber es funktioniert bestimmt auch mit anderen Gemüsen. Gnocchi mit rote Beete. Also es ist keine Vegan-Zeitschrift, hier ist auch mit Forellenfilet, aber die meisten Sachen sehen sehr vegan bis vegetarisch aus. Früchte trocknen und so weiter. Sehr cool. Und zwar, ich mag die Zeitungen, die dabei sind, immer sehr gerne, weil es auch immer was Neues zum Durchstöbern ist. Endlich Zeit für eine ausgiebige Kochsession. Tolle Rezepte und Inspirationen findest du jetzt in deiner neuen Ausgabe Einfach Hausgemacht. Zusätzlich findest du ja auch tolle Deko- und Haushaltstipps. Gibt es für 4,80 Euro. Und ich zeige euch die auch mal hier in groß. Und dann kommen wir jetzt zu den letzten Sachen, die mich hier gerade noch die ganze Zeit angelächelt haben. Was ist das denn Süßes und Schönes und Knuffeliges? Es ist kuschelig und es ist himmelgrün, steht drauf. Oh, ihr kennt mich, wenn etwas riecht und etwas gut riecht. Oh, es riecht gut. Es riecht so gut. Es riecht so gut. Es ist ein Duftkissen, wer hat es gedacht. Und zwar mit einem meiner Lieblingsgerüche und Geschmäcker, nämlich mit Minze. Um den Kopf von allen Belastungen und stressigen Gedanken am Wochenende zu befreien, musst du bloß einen kräftigen Atemzug nehmen. Denn dein neues Duftkissen, welches extra für dich angefertigt wurde, wirkt anregend mit dem Duft nach frischer Minze und fördert zusätzlich deine Konzentration. Von Himmelgrün für 13,90 Euro. Und es kann sein, dass es dann extra wieder so eine Einheit für die Trendradar-Box ist. Die Himmelgrün Sunday Morning Mischung, ja genau, ist extra wieder für die Trendradar Box. Unterstützt sie beim Aufstehen. Minze, Thymian, Ringelblume, Arnika, Zinnkraut und Salbei schenken Kraft und Frische für einen gelungenen Start in den Tag. Die besten Inhaltsstoffe und eine sorgfältige Verarbeitung sind uns ein wichtiges Anliegen. Dafür garantieren wir persönlich mit der Marke Himmelgrün. Einzeln handbefüllt. Himmelgrün unterstützt aktive soziale Projekte sowie den Arbeitsplatz von Menschen mit Handicap. Oh, das riecht. Riecht so gut. Und ja, man riecht die Sachen voll gut raus. Also meine Minze ist natürlich super dominant, aber den Thymian riecht man auch ganz deutlich, den Salbei auf jeden Fall. Oh, das riecht so gut. Echt jetzt. Oh, ich liebe Kräutergerüche. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Sommer, einfach nur wegen wieder frischen Kräutern anbauen. Ich glaube, so ein Duftkissen mache ich mir nächstes Jahr dann auch mal selber aus meinen Kräutern vom Garten. Das ist echt eine coole Idee. Sehr, sehr, sehr schön. Kommt direkt neben mein Bettchen. So, und wir haben noch eine Sache. Es geht ums Zeichnen. So, wir räumen mal hier die Box weg. Und zwar Zen-Zeichnen, Kunst für den Augenblick von der Arts Edition. Achso, ich zeige euch das mal. Und zwar, lass deine Lass deiner Kreativität freien Lauf und verschwende dabei kein Papier. Mit deiner trendigen Zeichentafel kannst du immer wieder aufs neue Gedanken und Inspirationen einfangen und für einen Augenblick auf dich wirken lassen. Wenn du am Morgen aufwachst und dich deine Gedanken noch zum Traum der letzten Nacht führen, kann es dir helfen, diese optisch zu gestalten. Von Arts Edition für 10 Euro. Und das klingt jetzt sehr spannend. Ich habe auch schon die erste Idee, wofür man es verwenden könnte. Zeichnen.
magische Bilder im Hier und Jetzt auf die spezielle Oberfläche der Zeichentafel wird mit dem beigelegten Pinsel und einfachem Wasser gezeichnet. Aber diese Kunstwerke sind nicht für die Ewigkeit bestimmt, da das Wasser in kurzer Zeit wieder verdunstet. So ergeben sich immer wieder neue Formen und Möglichkeiten, den Moment künstlerisch zu erfassen. Ah, okay, dann ist meine Idee wieder hinfällig, aber ich dachte, es wäre so eine Zeichentafel, wie man sie früher hatte, so mit diesem magischen Wegwischen. Hier seht ihr das mal. Also wenn man es frisch gezeichnet hat, dann verblasst es und dann ist es weg. Hier ist auch ein kleiner Pinsel dabei. Und das ist die Tafel. Okay, man hat auch einen Aufsteller, um es hinzustellen. Und ich habe kein Wasser da zum Testen. Moment. So, auf dem Weg in die Küche zum Wasser holen ist mir da auch was eingefallen, nämlich, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, man hat ja immer mal irgendwas, was einen aufregt oder eine Emotion, die rausfällt oder so, und vielleicht könnte man das benutzen, um da, und sei es ein Schimpfwort aufzuschreiben oder irgendwas mal so Impressionistisches, und dann, okay, ist raus und verschwindet, und vielleicht kann man es zum Loslassen verwenden. So, ich werde es jetzt einfach mal testen. Ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, wie es funktioniert. Was könnte ich denn da malen? Ich könnte einen Zweig malen. Krass, das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Ach, wie krass. Sorry. dass man das jetzt so deutlich sieht. Ich habe jetzt wirklich nur den Pinsel einfach angefeuchtet und male jetzt einfach nur so einen kleinen Zweig. Krass. Ich bin gerade voll überrascht und hatte nicht damit gerechnet, dass man das so extrem sieht. Und seht ihr da in der Mitte, da fängt es jetzt schon ein bisschen an zu verblassen. Und sich aufzulösen. Wie cool ist das denn? Also ich würde jetzt mir noch einen anderen Pinsel nehmen, also der ist natürlich sehr, sehr grob. Das ist ein breiter Pinsel. Aber da kann man ja auch jeglichen anderen Pinsel nehmen, den man dann einfach mit Wasser benetzt. Also von fein bis grob bis was weiß ich. Und da, wenn es trocknet, verschwindet es. Das ist ja mal cool. Ich bin total fasziniert gerade. Sehr, sehr cool. Oh ja, dann stelle ich mich hier irgendwo hin und witzig. Sehr coole Idee. So, ich gucke hier gerade mal noch so ein paar Flyer durch, die dabei liegen. Und zwar ist hier schon mal ein Ausblick auf die Novemberbox. Da geht es dann nämlich um das Thema Feel Good. Und da sind Produkte im Wert von über 100 Euro wieder in der Box. Ich weiß jetzt gar nicht zusammengerechnet, was es heute ist. Aber wenn man mal umrechnet, ja. Ich glaube, für die Euro, die man ausgibt, bekommt man einen extrem hohen Gegenwert. Selbst wenn nicht alles für einen was ist, hat man trotzdem noch meistens mehr raus. Und ich finde persönlich gerade diesen Flyer sehr, sehr schön. Obwohl sie es ja, was ich bemängelt habe, so einen plastikeinpackenden Tee, haben sie aber einen sehr schönen, glaube ich, Naturpapier-Flyer mit ihren Teesorten. Also das ist einfach ein Flyer-Beispiel, was mir sehr gut gefällt und was ich, glaube ich, auch ganz gut zum Basteln benutzen kann, mit so einem Vogel und so. Und es gibt noch ein Gewinnspiel von Ars Edition. Gewinne eins von 10 Sunday Morning Buchpaketen. Oh, wenn ihr da mal guckt, da gibt es ganz viele Buchsachen zu gewinnen. Und zwar kann man auf arsedition.de die Frage beantworten und eins gewinnen. Was darf am Sonntagmorgen nicht auf deinem Frühstückstisch fehlen? Ich verlinke euch das, ich setze euch das mal hier unten auch mal hin. Dann könnt ihr da mitmachen, wenn ihr da Bock habt. Und ja, ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und ich würde sagen, die nächste Box ist jetzt final gefüllt. Die ist jetzt schon wieder richtig rappelvoll. Und deswegen wird es ziemlich bald wahrscheinlich das nächste Video geben, wo ich dann wieder eine Box unter euch verlose. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Und ihr könnt mir mal hinterlassen, was euch hier am besten gefallen hat von der Box. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Video wieder. Macht's gut.